Satter Hugo. Du bist das erste Mal am OMR Festival, ne? Ich glaube, für euch alle und auch für mich. Digga, was ist denn da los? Hallo? Das geht's ja nicht. Er ist einfach eingepennt, Digga. Er ist aber beim Livestream eingeschlafen. Auf den jetzt an, Koch. Ist er etwa beim Montestream eingeschlafen? Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Niki ist heute mal wieder richtig kreativ gegangen und macht ausnahmsweise mal eine Win-Challenge. Digga, er tut so, als ob ich den ganzen Tag nur Challenges mache. Digga, der Typ macht ehrlich nur Win-Challenges, oder? Der rothaarige hier. Also ich weiß, wie er heißt, ich hab's einfach so nicht gesagt. Ich will auch eigentlich mal eine Win-Challenge machen, aber so eine fette, nicht so eine langweilige ass. Ganz kurz zu Papa Platte. 2022 sagt er, ey, yo, Jungs, ich hab so Bock auf Stream. Dann lädt er in einem Jahr 3 Vlogs hoch. Freunde, ihr fragt euch wahrscheinlich. Nach einem Jahr sagt er, oh, ist doch nicht so meins. Färbt sich die Haare blond und alles wie vorher. Da kannst du mir erzählen, was du willst, bei dem brennt's. No joke, mein Chat ist einfach ein Mickey-Chat. Fehlt nur noch, dass die gleichen Leute hahaha, Doppelpunkt B schreiben. Und meine Schere ist rum. Ich gebe es zu. Oder wie ist unser Chat eigentlich, Chat? Bewertet mal unseren Chat von 1 bis 10, aber auf ehrlich. Auf ehrlich. Auf ehrlich, Chat. Ernst, ernst, ernst. 10, viele schreiben 10. Bruder, ist Geschmackssache, ne? Wir haben auf jeden Fall einen aktiven Chat. Was Aktivität angeht, ist 10. Was Qualität angeht, ist halt auf mich angepasst. Wenn ich jetzt sagen würde 0 von 10, dann wäre es eine Beleidigung mir selbst gegenüber. Aber ja, Bruder, manchmal, ich gehe weg, ich komme zurück, ich gucke in den Chat, da steht Kamel. Okay, wir machen den Test. Ich komme gleich. Keiner meiner Mods schreibt irgendwas, okay? Bruder, Kamel sogar als Emote! Kamel sogar als Emote rausgeholt! Digga, das gibt's nicht. Ehrlich, das gibt's nicht. Seit wann gibt's das überhaupt, Junge? Es war verwirrt. Es kracht in meinen Kopf, Chat. Warte mal ganz kurz. Was? Guck mal, ich muss ganz ehrlich sein. Ich sag, unser Chat, wir können uns noch entwickeln, Chat. Wir sind noch nicht so lange am Stream. Wir haben noch die Option, irgendwann mal zu einem besseren Chat uns zu entwickeln wie ein Pokémon. Aber jetzt gerade, Bruder, wenn ich mir sowas angucke. Ja. Immerhin haltet ihr zusammen, auch wenn es gegen mich ist. The Pros, danke schon für den Prime Sub im 4. Hebt die Schere, Jungs. Es kracht und pfeift, Digga. Ich kann's nicht. Digga, ich wollte cool sein! Bowser ist der Wirt. Du, die reden halt alle auf Ernst, so, ne? Der Urwirt. Du hast so abgewirtet. Ah. Du bist ein Urwirt. Könnt ihr mal einmal auf Lack machen? Auf Lack! Boah, unangenehm. Lack. Auf Lack. Aber wir müssen auch die Zunge rausstrecken. Isa ist mittlerweile so in dem Sprachgebrauch drin, wenn ich am Tag 100 Mal hören müsste, ich lass los, ich würde irgendwann durchdrehen. Es kracht, oh mein Gott. Hä, kracht's bei dir? Mach mal Feuer auf Lack. Soll ich euch kurz sagen, was NPC-Streamer sagen? Und, warte mal. Ausgenommen von den Erfindern von diesen Wörtern, okay? Wirklich, das soll jetzt kein Front an diese Erfinder von den Wörtern sein, weil die sind ausgenommen. Die haben die Wörter ja erfunden. Aber must, vermastet, auf Lock, sau, was noch, Ken? Was sagen noch NPC-Streamer? Hebt die Schere? Es kracht, da kracht's, ich lass los. Also wirklich kein Front an Eli oder so. Das sind ja die Erfinder von diesen Wörtern. Die nehme ich da raus. Aber so andere Streamer, die das sagen, denke NPC-Streamer, ehrlich. Hä? Hast du keine eigenen Wörter? Als ob du. Die müssen ja die ganze Zeit so deren Streams gucken, dass sie schon deren Wörter übernehmen. Auf Lack! So Leute, ich hoffe, euch hat das Referat auf Lack gefallen. War das okay? Auf entspannt, das war zu aufgeregt, ne? Ich hoffe, euch hat das Referat auf Lock gefallen. Ich muss kurz sagen, die Stimme in meinem Kopf werden lauter. Isa redet auch so, warum reden die alle gleich, Mann? Sogar wenn sie offstream ist, redet sie so. Wisst ihr was, ich glaube, der guckt gar nicht in die Kamera. Der hat von Nvidia Broadcast dieses an, dass die Augen automatisch in die Kamera gucken. No joke, der guckt, der liest gerade Manga oder so. Guck mal, witzig, Digga, der ist TikTok. Ich schwöre, der guckt die ganze Zeit straight. Ja, ja. Er hat gerade einmal bewegt, Ja, der jetzt, okay, das ist echt. Oh mein Gott, wir sind in!
Oh mein Gott! Ja, das war's, Männer. Das war's. Ich weiß nicht, was hier richtig ist, Bro. Ich bin raus. Ich hab's. Ich bin raus. Ich bin einfach den anderen gefolgt. Das war meine Strap. Ist schlau, ist schlau. Warte mal, ich bin raus. Nee! Oh mein Gott, ich will da nicht drüber reden. Can we do a Blink Challenge? 3, 2, 1, go! It's intense. That's the tournament. And my team. Let's go, Hugo! I win! Easy! Was soll ich euch sagen? Ich habe mein Haus verkauft und habe jetzt eine Wohnung und habe hier ein neues Setup mir eingerichtet. Musste alles verkaufen. Die ganzen Leute hatten immer recht. Die Spielsucht. Was soll ich euch sagen? Kein Geld mehr. Wir schauen das, dann schauen wir Omet zu 100%. Dann gehen wir rein für eine halbe Stunde in die Slots. Ich meine ins Hobby. That's why I'm a part of the hobby, bro! Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie finde ich, sieht der rechts unten aus wie ohne Pixel, oder? Das ist ohne Pixel als Comic-Character einfach. Baby, are you love me now? Ganz normal. Ich habe mal mit Daniel darüber geredet, über diese Hugo-Videos. Und er ist der festen Überzeugung, dass hier immer dieselben Leute reingenommen worden werden. Wir waren auch mal in Hugo drinne. Einfach Duo Donkey für den Zap im ersten. Aber das war immer nur, wenn wir irgendwas zu tun hatten, also wenn es irgendwas zu tun hatte mit Rohat. Einmal waren wir mit zwei Clips von uns drin und das war Katar. Das war ganz random. Das war ganz random. Das war nicht mal in Katar, das war, als ich Leute am Flughafen verarscht habe. Da waren wir noch mit zwei Clips drin. Random, ja? Random. Irgendwann sollten wir es da reinschaffen. Irgendwann hoffentlich. Fabo hat... Aber Daniel sagt, unmöglich, unmöglich. Sind Sato Hugo Video geschafft? Oh mein Gott, Fabo! GG's an dich, Bro! Ich bin Digga, was? Fabo? Ich hab's geschafft, Chat. Wo bin ich da? Ich schaff's ins... Wer ist das? Fabo? Sato Hugo Video. Ich dachte, Fabo, ich hab mich schon gefreut. Idiot. Wo ich sage, dass das ganz normal für Chef Strobel ist. Das ist ja auch kein Erfolgserlebnis, man. Ich bin nur wegen Chef Strobel im Sata Hugo Video. Wollt ihr mir sagen, der Stammbaum ist so? Trimax, Umatra, Chef Strobel und unter Chef Strobels Eier hänge ich jetzt? Da haben sie... Boah, ich kenn Chef Strobel, ich kenn dich aber nicht. Etwas außerhalb von YouTube und Twitch geplant, einen Plan B sozusagen. Er hat ja ein Interview gegeben? Ey, immer dieses unnötig, Plan Digga, B? Dass alle Chef Strobel beleidigen, hä? Hab auch noch nie einen Stream von ihm geguckt, Digga, aber ich... Man kennt ihn. Was ist denn los mit dem Plan B immer? Keine Ahnung, Hugo verdient jetzt vielleicht so 40.000 Euro im Monat als 16-Jähriger. Also das ist ja mal. Ich bin nicht 16! Was brauchst du da für einen Plan B? Der, es ist Hugo. Ist jetzt ja nicht irgendwie so, weiß ich nicht, Chef Strobel, dass er da jetzt mit 14 Zuschauer rumdümpelt und sich überlegen, oh, da war ich noch einen zweiten Master, weißt du? Wofür hat Chef Strobel eigentlich 8 Jahre lang studiert? Ey, super, weil einfach, dass man Wünsche geben kann, den Hugo. Das ist ja einfach ein Traum. Ja, was hat er für ein Greenscreen im Hintergrund? Oh, man bestellt einfach was bei Hugo, der macht das und eine Woche später reagiere ich drauf. Das ist ja wirklich einfach nur geil. Kannst du für dein nächstes Video, jetzt wo auch Max eine Bitte hatte, vielleicht gehst du auch auf meine Bitte ein. Von Tag zu Tag verliert er immer mehr Gehirnzellen und die Stimme... Warte mal, nein, das kann nicht sein. Ich schwöre auf alles, das sind die besten Streamer Deutschlands. 2000 Zuschauer, Digga, ich sehe die immer live, Bro. Kompetent und freundlich. Nikotinmaus. Wer guckt das? Hä? Ich check das nicht. Also, Bruder, das ist der weirdeste Stream, den ich immer sehe. Warte, ich such die jetzt raus. Bruder. Wieder. Hä? Bruder, die haben 2,3k Zuschauer, ne? Was für Schlanke würde, ja? Weil ihr das, die Hälfte auch nicht wieder rüberkommt. Bei Gott, das ist einfach diese dunkle Seite von Twitch-Chat. Die kennen wir nicht, das ist die dunkle Seite von Twitch. Nein. Ja, das ist der Senator. Aus Star Wars. Und hier Anakin Skywalker, Darth Vader. Bruder, so ein random Stream, ne? Warte, kann ich hier reinschreiben? Nur Abonnenten? Nicht mal Follower! Du musst Sub sein, um reinzuschreiben! Und die haben trotzdem 2,2k Zuschauer! Und er stöhnt einfach im Hintergrund! Ohne Scheiß, Fatsch, ich feier den Tag mit diesem Stream, weil der Einreich oder du die Einreich feierst. Warte, ich geh raus, ich schwöre, ich hab das Gefühl, in diesem Stream werden Flüche auf mich gesetzt. Der immer mehr Gehirnzellen und die Stimmen werden auch immer lauter. Das bin actually ich, Chat!
Skip. Bitte nicht abschalten, holy shit. Bitte dranbleiben. Ich brauche euch. Bitte, bitte, Jungs. Ich zahle damit meine Miete. Ich kann mir sonst diese Wohnung hier nicht leisten. Okay? Bitte. Erschreckt euch nicht, es ist wirklich helle disgusting. Unüberschaubares Chaos. Stapelweise Kartons und Dreck. Nur ganz schmale Gänge verbleiben zwischen Tonnen von Müll. Valentin QXQ, danke schön für deinen Sub. Und Loco AEP, danke für den Gift-Sub, mein Bruder. Weiter so mit den Edits. Oh mein Gott! Ja, ist bestimmt ein Ding. Und wenn das dann scheiße ist, dann. Oh, 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 jetzt ist es soweit. Ach, der, das Video war so nice bis hier. Jetzt geht der Spaß weiter. Digga, den hab ich ja sogar mit Kopfhörern gut gehört. Digga, Pokémon-Musik gehört. Pokémon-Musik, W-Musik oder L-Chat? W oder L-Musik? W-Musik, Digga. Richtige, wie nennt man das? Wenn man so Erinnerungen bekommt, wenn man etwas hört. Hat das eigentlich Zuschauer, wenn man Pokémon streamt auf Twitch? Das interessiert mich jetzt gerade. Ich habe irgendwie das Gefühl, Pokémon ist so voll das geile Spiel, so zum selber zocken, aber zum Zugucken ist so Trash. Hat das? 0,7k Zuschauer ist full wenig, oder? Okay, ist auch irgendein random Pokémon-Game. Ich glaube nicht, dass das so viele Zuschauer hat. L sogar. Loco Alp, dankeschön für den zweiten Gift-Sub. Ah, er gibt den anderen Editant-Subs. Ah. Ja, Digga. Oh, der war gut. Der hat einen schönen Bass gehabt, Digga. Monty ist auch original so ein Mensch. Monte kauft diese NPC-Markenklamotten. Wisst ihr, wie ich meine? So dieses Valentino-Shirt. Bruder, Valentino ist eine nice Marke. Er kauft genau das Shirt, was einfach kein Mensch kauft von Valentino. Er holt genau das. Das ist so, Bruder, dieser Typ, der keinen Geschmack, aber Geld hat. Wisst ihr, wie ich meine? So, das ist Monte. Monte kauft einfach diese teuren Klamotten. Monte wäre so einer, der sich so ein Gucci-Shirt kaufen würde, wo so Gucci einfach draufsteht. Und dann diese grüne und rote Farben dahinter. Der hat einen schönen Bass gehabt, Digga. Noch ein Gift-Zapp von Loco Alp. Dankeschön für den dritten Gift-Zapp, mein Bruder. Oh, Digga, der war Weltklasse. Das war ein richtig guter Einstand. Holy shit. Fast eingeschissen, sag ich. Der Kacke-Dämpfer. Mein Bruder, pass auf. Folgendes. Wenn du irgendwo schreibst, wo die Leute, die da bei dir sind, die schreien nicht hören dürfen, dann machst du ein bisschen Klopapier unten ins Wasser rein und dann machst du nochmal ein bisschen in deine Hand und dann schreibst du quasi in deine Hand mit dem Klopapier rein. Das ist dann so wie so ein Schalldämpfer, der drosselt das Geräusch. Kack in seine Hand, Bruder! Er kackt in seine Hand? Imagine, du spürst einfach, wie dieser Kackstreifen in deiner Hand fällt. Ohne Sinn, Bruder, hä? Das ist ja ekelhaft. Mein Gott, das ist ekelhaft. Survival in der Großstadt. Keine Hilfsmittel, keine Gegenstände, also Null versus Stadt. Ah. 5 Tage lang, ich muss mir einen Schlafplatz suchen, ich muss irgendwie Geld verdienen, damit ich mir Essen kaufen kann oder der trinken. Ist actually W-Streamer-Chat. Der hier. Der scheint richtig korrekt zu sein und so. Er hat zwar vielleicht nicht denselben Humor wie wir, aber ich sag, das ist ein W-Streamer aus Deutschland. W. Let's go! Der Regen kommt. Es geht los. Wir sind vorbereitet. Ich hab ein Bett gefunden. Oh, das ist richtig schwer. Das kriege ich nicht transportiert, glaube ich. Das ist mir besser als meine Matratze, die ich da gefunden hatte. Bro, er streamt for real draußen? Wie halt so ein Obdachloser? Digga, kann er nicht gestreamsniped werden und irgendwer zieht ihm die Hose runter? Hey, voll gefährlich, oder? Schau mal bitte 15 Frauen versus Letsugo. Hier können wir gleich gucken. Ist nicht voll gefährlich? Hey, 5 Tage ohne Essen kein Problem, aber nicht ohne Trinken. Die Stadt mal wieder. Sauberes, klares, frisches, Süßwasser. Ja, ist nicht so einfach, das zu trinken. Ich weiß nicht, ob ich damit überleben kann. Digga, wer über dieses Süßwasser-Meme gelacht hat schon mal in seinem Leben, ne, ist halt wirklich auf Ernst. Einfach Definition. Ach, Bruder. Gut. Ja, schön sauber, gut. Komplett nass. Du musst wieder den Fremdblick entwickeln. 90 Bits. Kannst du mir folgen? Hey! Live Donation.
Ich sitze gerade, während ich den Halbfinale meines Lebens habe, vor dem Upper Red Container. Ja, moin Leute. Hey, yo, yo. Moin. Moin, moin, meine lieben Freunde. Meine Bewerbung an Fritz für Seven Boys Wild. Mitmachen würde ich mit meinem besten Freund Chris. Wie ihr seht, würden wir uns, egal in welcher Lebenssituation, gut zurechtfinden. Dieses Loch haben wir in unter 15 Minuten gebaut. Es ist passiert, ich lass los, es ist passiert. Aber ich find's voll schwer auf Russisch. Das sind gute Lieder. Digga, das Lied kann ich ja sogar, Digga. Achso, es ging darum, yo. Dima seme nimana, sene nemine gane dina ja ja. Sene dina ja, sene dina ma ja ja, sene mine nina ja ja. Russisch ehrlich nicht so schwer. Hört sich schwer an, ist aber nicht so schwer, wenn man so drüber nachdenkt.